Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit unserer Kicker-Karriere mit Bilbao. Wir sind in der Liga komplett voll auf Kurs, treffen jetzt auf Atletico, den großen Verfolger. Und dann geht's, ja, gegen wen geht's dann weiter? Weiß ich jetzt gerade nicht. So, wir gucken aber jetzt mal ein Angebot. Leihe zum Kauf. Ich möchte aber keine Spieler verleihen ohne Kaufoption, mit der Kaufoption. So, das könnte jetzt Rosch sein. Ne, Petscher ist es. Wechsel für 2 Jahre zu Fener. So, da ist ein Angebot reingekommen. Jo, passt. Wechsel jetzt in die Heimat. Oh, dein Menü. Okay. Also jetzt Atletico und dann Manchester United. Das würden natürlich 2 Hammerbrecher jetzt werden. Okay. So, wir werden natürlich... Ja, wenn wir mal so machen. Es ist das Duell an der Tabellenspitze. Es ist das Duell der Titelkandidaten. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid. Jo. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Partie. Kepa steht im Tor, Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf 2 Angreifer. Genau so ist es. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Nicolo Barella steht mit Jeffrey Konogbia im Mittelfeld. Und sie gehen mit 2 Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. So, na dann. Auf geht's! Bilbao hat Anstoß. Wir wollen natürlich wieder. Ja, wir müssen eigentlich heute mit Vega. Wir wollen natürlich erstmal ein bisschen Abstand gewinnen hier nach oben. Nach hinten. Den Kontrahenten distanzieren. Ja, das kann. Also, Karte wird es nicht geben. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Euer Sabal. Oh ja, Sabal. Olmo! Und da ist er schon mal. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. So kann man auch schon mal in einem Match starten. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen.
Na dann. Jetzt war der Konterrent schon mal ein bisschen unter Druck. Bisher auftreten, sind sie einer der Top-Favoriten auf den Titel, oder? Ja, die Saison ist natürlich noch lang. Trotzdem ist das, was sie bisher zeigen, wirklich überzeugend. Felix! Okay, pa. Oyarzabal. Darion. Und jetzt. K. Schade, kommt er nicht durch. Gut aufgepasst da hinten. Felix. Der Abwehrspieler hat den Vivian, der gut aufpasst da jetzt. Kurze Variante bei dieser Ecke. Was für eine Chance. Kein Tor, der Torhüter ist da. So, Glück gehabt, dass er jetzt durchkommt. Ah! War natürlich keine Absicht. De Paul. Antoine Griezmann. Griezmann! Super, wie er das macht. Viele hätten schon gedacht, der geht rein, dieser Ball, aber nee. Dafür ist er einfach zu gut. Nun ja, in Gelb. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Muniain. Oh, und Atletico macht den dicken Bock da hinten in der Defensive. Und Oyarzabal bestraft eisekalt. Eigentlich hatte Atletico diesen Ball. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So kann man es mal machen, ne? Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Und Griezmann. Wie gesagt, Atletico hat durchaus Chancen. Es ist ja nicht so, dass sie chancenlos hier sind. Aber Kepa verhindert bisher den nächsten Ball. Die Ecke kommt von Griezmann. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Henri. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote. Und jetzt gibt's den Ball. Schöner Ball von Vidal ein. Kommt gut vor das Tor, kommt gefährlich vor das Tor. Ah, aber jetzt bekommt sie. Oh, der war. Der Schuss war nicht besonders. Bitte verzogen. Da ist der Ball jetzt weg. Renan Lodi. Und keine Sorge, für die anderen Projekte gibt es natürlich irgendwann bald, geht es jetzt so langsam weiter. Freistoß für Atletico. Handspiel. Der Ball kommt. Und jetzt gibt es den Konter. Morris. Der auf Tempo geht. Ja, der geht auf Tempo, der geht vorbei. Tempo. Und Doblak verhindert das sogar das 3-0. Muni ein. Zu nah. Viel zu nah ans Tor. De Paul. Jetzt haben sie den Ball verloren. Platz auf außen. Immer noll. Muni ein. Sanchez. Oblak ohne Probleme. War mal ein guter Versuch aus der Distanz. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Olmo! Olmo! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei.
Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Ja, wie gesagt, Eisekalt natürlich die Konter bestraft, die Fehler bestraft. Ich fühle mich mit 2-0. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte. Bislang ist das noch nicht das Spiel von Atletico. Der Rückstand ist deutlich. Sauber vom Ball getrennt hier. Nein, kann das jetzt. Maurice. Gorisabel. Ja, der hat natürlich also abbrechen muss da. Und jetzt ist es das 3-0. Sie spielen es eisekalt aus. Das war viel zu einfach. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Ja, Williams ist komplett alleine. Tor ist quasi leer. Und damit ist das Thema durch. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Oh ja, der Ball. Olmo. Williams, sogar noch. Nummer 4, nein. Zumindest statt jetzt nicht. Ecke kommt ins Zentrum. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. So, das gibt einen sehr, sehr guten Freistoß. Das gibt einen sehr, sehr guten Freistoß in der guten Position, aber was ist mit Olmo? Bleibt der? Ciao, Felix, gell? Na, ich würde jetzt natürlich wechseln. Also ich würde natürlich jetzt klar die Wechsel mal ziehen. Warte mal, nehmen wir was etwas anderes. Nehmen wir Wenzeldor rein. Ja, Fußball-Joe Felix, klar. Aber wie gesagt, man probiert jetzt schon gegen. Mit Schot jetzt schon. Ja, nächstes Spiel, wie gesagt, gegen United. Super gehalten, das nächste richtungsweisende Spiel in der Champions League. Und wir sehen es ja, der nächste Angriff. Jetzt müssen sie erneut aufpassen. Und den Ball hält er gut. Noch ein Oblak. Das sieht gefährlich aus. Sanchez! Nicht das Tor. Da sehen wir so. Also das nächste Tor ist natürlich haushoch verdient jetzt. Man hat so gute Chancen. Man hat so gute Chancen, nutzt er halt momentan noch nicht. Wie gesagt, das werden jetzt Wechsel, das werden nach und nach die Wechsel gezogen. Um halt. Wechsel bei Atletico. Um wie gesagt, so ein bisschen zu schonen für die Stars. Diese Aufgabe in der Champions League an für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Manchester United. Ja. Ich bin sicher, das ist eine Partie, die uns nicht enttäuschen wird. Der Ball zu Antoine Griezmann. Ne, das stellt den Keeper natürlich noch keine großen Probleme. Oyarzabal. Oyarzabal war die Seite. Oh, das gibt sogar noch. Er gibt sogar noch Handelfmeter. Er gibt sogar noch den Handelfmeter. Reinildo, jawohl. Klar, jetzt Doppelwechsel vorne in der Spitze. Mikel Oyarzabal läuft an. Passt. 4-0.
für den Meister. In der Liga rollen sie momentan alles. In der Champions League haben wir den ersten Dämpfer gekriegt. Da ist Simeone natürlich stinkend sauer hier, sich vom Tabellenführer hier sowas von zerlegen zu lassen. Molina. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Ja. Antoine Griezmann. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Mit ein bisschen Glück kann er den Ball behaupten. Rodriguez! Tor! Das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Ja, er ist eigentlich Portugiese, aber auch Baske. Deswegen habe ich ihn geholt. Ja, der war jetzt einfach zu hart, zu druckvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Ding 2. Keiner greift ihn so wirklich an. Und dann auch noch ein kurzes Lageck zum 5:0. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. Und Griezmann. Er lässt sich da nicht aufhalten. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Klare Nummer hier, es steht 5:0, da können wir schon mal aufs nächste Spiel schauen. Der kommende Gegner von Athletic Bilbao an Manchester United. Und da sollten sie einfach... Die Riesenchance! Rodriguez! Ecke kommt in den 16er. Gut geklärt. Und Ori! Das macht er sehr gut. Da gut verteidigt, aber es wird wahrscheinlich beim 15 bleiben. Die reguläre Spielminute läuft. Griezmann. Joao Felix. Ja, und sogar zu null. Atletico, sowas von chancenlos heute. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Bilbao hat... Ja, damit haben wir... Ja, wie gesagt, Atletico, ja, tschüss, aber gefühlt haben sie gar nichts auf die Reihe bekommen heute. Der Sieg ist schon nur was von verdient, auch in der Höhe. So, und in der nächsten Partie ist es Manchester United als Gegner. Und ja, das sehen wir uns dann natürlich morgen 14 Uhr an, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin, tschüss.